Sehr geehrte Damen und Herren, werte Zuhörer, diese Regierung stellt Deutschland einen Blankoscheck aus. Sie sagt, Krieg ist letztendlich immer möglich, denn wirtschaftliche Interessen, die haben wir überall. Irgendein Abenteuer-Ökoreiseanbieter, den finden wir im letzten Winkel der Erde. Diesen Fall der wirtschaftlichen Interessen können wir in jedem Land und jederzeit konstruieren. Das heißt, dieser Antrag heißt Krieg für immer, Krieg für alle, Krieg ist überall möglich, wenn der Bundestag nur zustimmt. Der Status quo sieht aber so aus, und wird mein Nachredner Clemens Lechner nochmal darauf eingehen, dass wir hier gar nicht das große Problem haben in Deutschland, denn Deutschland ist ja wirtschaftlich sehr erfolgreich, auch exportorientiert. Dazu werde ich in meinem zweiten Punkt auch gleich nochmal kommen. Der erste Punkt wird sein, die Legitimation dieses Antrags, die nicht gegeben ist. Der zweite Punkt wird eine ganz makabre Kosten-Nutzen-Rechnung dieser Regierungsseite aufzeigen. Und der dritte Punkt wird nochmal die historische Rolle Deutschlands beleuchten. Doch kommen wir zunächst zu dem, was mein Vorredner gesagt hat. Der meinte, ja, demnächst könnten ja Menschen in Deutschland sterben, verhungern, weil wir keine Ressourcen mehr haben. Das ist doch absurd, werte Damen und Herren. Nur weil irgendwelche Warenlieferungen und Containerschiffe nicht mehr durch den Suezkanal kommen, haben wir doch keine Kartoffeln mehr auf den Feldern. Schauen wir uns die Legitimation dieses Antrags ganz genau an. Im Grundgesetz steht der Verteidigungsfall in Artikel 115, den mein Vorredner ja zitiert hat. Der Verteidigungsfall ist definiert als ein Angriff auf das Bundesgebiet mit Waffengewalt. Der ist aber hier doch nun wahrlich nicht gegeben, wenn das irgendwo außerhalb des Bundesgebiets angegriffen wird. Und da auch an die erste Regierung nochmal die Adresse, der Verteidigungsfall ist kein Fehler in der Konstruktion des Grundgesetzes, sondern der ist ja aus gutem Grunde so drin definiert, wie er steht, wie ich nachher nochmal mit der historischen Rolle genau zeige. Dann haben wir also gehört, was wir hier konstruiert haben, die Situation, dass irgendwo deutsche Handelswege beschnitten werden, ist nicht der Verteidigungsfall. Die Legitimation rechtlich auf Grundlage der Verfassung fehlt hier also, oder widerspricht sich zumindest mit dem Artikel, den die Regierung hier reinschreibt. Und dann schauen wir uns das internationale Recht an, die UN-Charta. Da steht im Artikel 51, es sind nur Verteidigungskriege erlaubt. Oder ein Sicherheitsratbeschluss muss einen Krieg decken. Auch das ist aber hier nicht gegeben durch diesen Antrag. Er bricht also nicht nur nationales Recht, er bricht auch internationales Recht. Und jetzt gucken wir uns die Legitimation im Innern an. Momentan haben wir einen Einsatz in Afghanistan, der nicht oder zumindest nicht rein wirtschaftlich motiviert ist. Und dieser Einsatz hat schon extrem niedrige Zustimmungsraten aufgrund gefallener Soldaten, gefallener deutscher Soldaten. Und jetzt frage ich Sie, wenn wir jetzt für eine Ladung Containerschiffe am Horn vor Afrika Menschenleben verlieren in Deutschland, wie sieht es denn dann mit der Legitimation im Innern aus und wie sieht es denn dann mit der Zustimmung der deutschen Bevölkerung aus? Nein, es ist kein Grund, Krieg zu führen, wenn jemand Finanzmarktspekulation betreibt. Sie bombardieren ja auch nicht die Wall Street. Warum solche Angriffe, die Sie hier fordern, Deutschland schaden werden, werde ich am Ende meiner Rede zeigen. Kommen wir zum zweiten Punkt der ganz makabren Kosten-Nutzen-Rechnung. Sie sagen hier auf Regierungsseite, Unternehmen sind ja in unser aller Interesse. Das ist unser Gemeinwohl. Aber wir fragen uns jetzt mal, erstens, wer zahlt, zweitens, wer profitiert von diesem Antrag? Wer hat die größten Kosten? Die größten Kosten hat der kämpfende Soldat, die kämpfende Soldatin, die in diesem Einsatz sind und eventuell auch fallen in diesem Einsatz. Der größte Kostenpunkt ist das menschliche Leben, werte Damen und Herren, und das ist natürlich gefährdet, wenn wir in den Krieg sind. Nichts wiegt schwerer als das, aber wer zahlt noch und wer zahlt auf jeden Fall? Der Steuerzahler. Der Verteidigungsetat muss hoch bleiben oder erhöht werden, wenn wir uns überall in der Welt engagieren. Mit Fregatten, mit Truppen, mit Fallschirmspringern, was auch immer. Das heißt, jeder in der Allgemeinheit zahlt davon. Jetzt sagt die Regierung, aber wir profitieren ja auch alle davon. Und wir werden Ihnen hier zeigen, nein, wir profitieren nicht alle davon, sondern wer profitiert, sind vor allem Großkonzerne, die irgendwo ihre Geschäfte tätigen und Großaufträge holen und deren Positionen wir hier sichern sollen in diesem Fall. Und wer profitiert, das sind vielleicht Lebensmittelketten, die immer frische Ware im Regal haben, wie wir gehört haben. Aber davon hat doch der ganz normale Verbraucher auch nicht viel, der könnte doch auch deutschen Salat essen. Und wer profitiert noch?
Die Rüstungslobby profitiert, denn die Rüstungsindustrie will verkaufen. Sie wird ihre Fregatten, ihre Munition und ihre Panzer absetzen. Und sie hat überhaupt kein Interesse daran, dass diese Kriege, die ja hier als Ausnahmefall vorgesehen sind, aber keinerlei Einschränkungen durch den vorgeschlagenen Grundgesetzartikel haben, dass diese Kriege zu Ende gehen sollen. Sie hat kein Interesse daran. Sie wird Lobbyarbeit machen und sie wird alles tun, um weiter Absatzmärkte zu schaffen, um weiter darauf hinzuwirken, hier den Verteidigungsetat hochzuhalten. Und deshalb sagen wir hier, diese makabre Kosten-Nutzen-Rechnung machen wir nicht mit. Das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten zählt mehr als die Partikularprofite und die Bundeswehr soll verdammt nochmal keine Söldnertruppe für Konzerninteressen werden. Schauen wir uns drittens die historische Rolle Deutschlands an. Deutschland hat nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs sich eine friedliche Verfassung gegeben. Es hat gesagt, nie wieder Krieg, weil für Deutschland so etwas nicht mehr verantwortbar ist. Selbst wenn andere Nationen Wirtschaftskriege führen, wie die USA im Irak, dann hat Deutschland bei sowas nichts verloren aufgrund seiner historischen Rolle. Es hat den schlimmsten Angriffskrieg der Geschichte angezettelt und sollte auch sich nie wieder in so eine Richtung begeben. Das ist aber nicht nur normativ so, sondern damit schädigen wir auch die Rolle Deutschlands international, nicht nur historische Rolle, sondern auch die Rolle, die es jetzt spielt. Deutschland hat international die Rolle des angesehenen Vermittlers erlangt. Weil immer klar war bei Deutschland, das ist eine friedliche Nation, die greift uns nicht an. Deutschland mediiert in Konflikten, wie zum Beispiel im Nahostkonflikt, ist bei beiden Seiten anerkannt. Und Deutschland, und da kommen wir nämlich auf das Ziel der Regierung, die wirtschaftlichen Interessen, Deutschland hat auch wirtschaftliche Kontakte zu Staaten wie dem Irak, wo andere Länder draußen sind, weil sie den angegriffen haben, weil sie sich in bestimmte Richtungen geäußert haben. Die werden da nicht zugelassen, weil Deutschland mal friedlich war und war klar, wir machen da nicht mit, haben wir Kontakte zu solchen Ländern, da sind ja die wirtschaftlichen Interessen gerade vertreten. Sie werden aber geschwächt durch diesen Antrag. Wir werden das Ansehen verlieren, was wir haben, wenn wir zum Beispiel in Ägypten angreifen, in der ganzen arabischen Welt. Und die deutschen Unternehmen, die sie hier schützen und protegieren wollen, werden auch gar keine Großaufträge mehr bekommen, weil diese Länder keine Lust haben mehr, sich mit so einem belligerenten, kriegstreibenden Staat wie uns irgendwelche Verträge abzuschließen. Deshalb fassen wir nochmal zusammen. Die Legitimation des Antrags ist weder rechtlich noch im Innern gegeben. Zweitens, die makabre Kosten-Nutzen-Rechnung dieser Regierungsseite geht nicht auf. Und drittens ist aufgrund der historischen Rolle Deutschlands und der aktuellen Rolle Deutschlands dieser Antrag abzulehnen. Danke.